Ein Hallo an euch alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Liberty City Stories. Ja, wir befinden uns hier gerade vor dem Eingang zum Francis International Airport. Denn hier auf dem Flugplatz befindet sich noch ein Toys Van und dort müssen wir noch unser letztes RC Toys Rennen bestreiten. Das heißt, da werden wir jetzt einfach mal hinfahren. Und in der letzten Folge haben wir eine Hauptmission gemacht bei Don & Love. Sie hieß Bauherrenmodell Panlantic. Ja, bei Don & Love, richtig gehört. Don & Love ist zurück. Er sieht zwar jetzt mehr aus wie ein Obdachloser als wie ein Geschäftsmann, aber auf jeden Fall sind wir mit ihm zusammen zum Flugplatz gefahren, also zum Flughafen, also davor. Wir sind ja nicht aufs Gelände gefahren, sondern wir waren einfach nur davor. Denn Don & Love hatte einen großen Plan, denn er wollte einen Bauplan stehlen. Und zwar von einem alten Bekannten, nämlich von Avery Carrington. Ne, den kennt man ja aus GTA Vice City. Und wie sind wir an den Plan rangekommen? Naja, wir sollten Avery Carrington einfach töten. Ja, und das haben wir auch gemacht. Wir haben den Plan. Aber es hatte leider den hohen Preis, dass Avery Carrington, die Vice City-Legende, sterben musste. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass so ein altbekannter Charakter einfach so in einer Mission eben mal so getötet wird in Liberty City Stories. Finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil er hat halt nur seinen Part hier drin gehabt, um zu sterben. Das finde ich irgendwie ein bisschen bitter. Aber gut, jedenfalls haben wir die Pläne und Donald Love hat Tony versprochen, dass er 10% Anteile bekommen wird, aber naja, werden wir mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Hier ist auf jeden Fall der Toys Van und hier machen wir jetzt unser letztes Toys Van Rennen. Dies, das, RC und so, ihr wisst, was ich meine. So, gehen wir mal rein. Chasing RC. Chasing RC Level 1. Ja. Die bisherige Rundenbestzeit ist bei 1 Minute 45. Schlage die anderen RC-Fahrzeuge in einem Einrundenrennen um den Flughafen. Ja. Mach dich bereit. Ja, ich bin sowas von bereit. Ich werde euch jetzt alle in Grund und Boden fahren. Okay, wo müssen... Okay, jetzt erstmal... Ja, erstmal einen kleinen... ja. Kleinen Crash hier gehabt mit der Konkurrenz. Aber jetzt wird das hier irgendwie klappen. Ja, hier ist es auch wieder so wie bei den anderen beiden RC Toys Rennen, die wir schon gemacht haben. Das heißt, es beginnt mit einem Rennen und dann müssen wir noch zwei weitere Versuche danach machen. Also wir müssen insgesamt das Rennen dreimal bestreiten. Und es beginnt mit einer Runde und mit jedem... What the fuck? What the fuck? Oh, was war das? Also es beginnt mit einer Runde und mit jedem weiteren Versuch müssen wir eine Runde mehr machen, bis wir halt beim dritten Versuch halt drei Runden machen müssen. Aber jetzt möchte ich gerne mal die Führung übernehmen hier. Das finde ich doch irgendwie ein bisschen safer. Wow. Wow. Oh, du hängst mir ganz schön an den Hacken, ey. Das gefällt mir gar nicht so. Oh, nein. Das muss man aber auch erstmal rallen, ne, dass man da hoch muss. Alter. Oh mein Gott, ist das... Das musste man aber auch erstmal wissen, dass man hier die ganze Zeit hier hoch und runter fahren muss. Ey, heftig, ey. What the fuck? Was geht denn hier ab, ey? Ich bin Letzter. Ja, das lag jetzt aber echt nur daran, weil ich nicht mehr damit gerechnet habe, dass man das nochmal machen muss. Also nochmal hochspringen muss und so. Das muss man ja voll oft machen. Und dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Dann wird das hier die Niederlage sein, aber gut. Ich war halt auch nicht vorbereitet auf das, was mich hier erwartet. Oder vielleicht können wir ja doch noch was machen. Ich weiß ja nicht, wie lang das ist. Vielleicht haben wir ja sogar... Nein, haben wir nicht. Da ist das Ziel. Mann! Du hast es nicht geschafft, Erster zu werden. Ach, wirklich nicht? Ich dachte, ich bin Erster. Aber ich habe doch einen Rundenrekord. Warum reicht das denn nicht? So, noch einmal. So, jetzt versuche ich mal von Anfang an, mir einen kleinen Vorsprung rauszufahren, damit wir ein bisschen Zeit haben für diese Sprünge. Jason aus Level 1, bla bla bla. 3, 2, 1, let's go. Let it rip. Gut, jetzt mal aufpassen, dass wir hier nicht gleich irgendwie... Genau das sollte nicht passieren. Genau das sollte nicht passieren. Und es ist mal wieder passiert. Es ist unglaublich. Mann. Können wir das nicht einfach ohne Gegner fahren? Das wäre viel einfacher. Mann. Alter, was geht bei dir ab? Der kickt mich einfach weg. Was? Hä? What? Alter, ist das Polizeiauto groß? Oder... Wir sind einfach nur klein. Ja, wir sind einfach nur klein.
So, jetzt mal gucken, dass wir das hier ordentlich machen. Jetzt hier einmal. Jetzt denk dran, Contra. Jetzt kommt hier gleich nochmal so ein Jump. Hier hinter gleich. Jetzt geht's gleich nach links und dann kommt dieser Jump. Oh, nein. Ah, hau ab, bitte. So, jetzt kommt da gleich dieser Jump. Dieser Jump. What the fuck? Ist klar, Alter, ist klar, Mann. Und das über... Boah, das jedes Mal, ey. Das ist ja so... Oh, yeah. Roll. Nochmal. Ja, genau. Hallo, Auto. Was soll ich machen, wenn sich das Auto nicht beruhigt? Alter, das ist so krank. Das ist mega schwer, finde ich. Na, kriege ich euch noch? Ich glaube nicht. Vielleicht werden wir noch Zweiter, aber das bringt uns ja auch nichts. Es ist nur für die Ehre. Nicht mal das werden wir. Oh doch, oh doch. Das gibt's doch nicht. Das ist mega schwer, ey. Wie soll ich das denn machen? Das ist ja echt krass. Wieder nicht geschafft. Und auf ein drittes. Ja gut, alles klar. Dann versuche ich es diesmal zu schaffen. Also, keine Ahnung. Vielleicht muss ich da einfach mal langsamer rauffahren, dass ich mich nicht tausendmal überschlage. Ja, genau, Alter. Was ist denn das hier? Jedes Mal trifft mich einer so, dass ich weggeschleudert werde. Jedes Mal. Wenn wir jetzt schon den Rückstand haben, dann wird das ja gleich noch viel schlimmer, wenn wir über die Rampen müssen. Oh, da hat sich einer verhakt. Das ist gut. Gut für uns. Schlecht für die Konkurrenz. Ja, einfach so. Einfach vom Gas gehen dann. Das ist besser, als wenn man sich tausendmal überschlägt. Denn durch diese ganzen Rollen, die das Auto dann macht, verliert man viel mehr Zeit, als wenn man einmal kurz vom Gas geht. Oh, Mann! Du blöder Penner, ey! Drück mich doch nicht immer weg. Das machen die aber auch nur bei uns, habe ich das Gefühl. Also ich habe noch nicht gesehen, wie die sich selbst weggedrängt haben. Also die sich gegenseitig weggedrängt haben. Und trotzdem dreht er sich. Das ist doch so ein Beschiss hier. Was ist denn das für ein Glücksprinzip? Ich meine, die überschlagen sich auch krass, aber... Oh, jetzt haben wir eine gute Chance. Nein. Oh. Komm jetzt. Ja, ich glaube, diesmal holen wir das nach Hause. Es muss diesmal unser Sieg sein. Jawohl. Oh nein, nicht noch nicht. Jetzt. Kaboom. Mission erfüllt, $1500. Gratulation, du hast mit einer Rundenbestzeit von 1 Minute 26 gewonnen. Yeah. Unser erstes Rennen haben wir gewonnen, aber da fehlen ja leider noch zwei. Dein nächstes Rennen geht über zwei Runden. Ja, ich freue mich. Juhu. Jason RC Level 2. Mach dich bereit. Mach dich bereit. Mach dich bereit. Ja, ich muss die anderen schlagen. Ich weiß das doch. Ich mache mich auch bereit. Ich bin bereit. Vielleicht schaffen wir das ja diesmal beim ersten Versuch. Das wäre schön. Jetzt haben wir halt mehr... Wir müssen zwar zweimal über die Rampen springen, aber wir haben... Nein. 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 Oh, ich bin eingekesselt. Hilfe! Von jeder Seite kommt einer! Ja, genau. Genau. Alles klar. So wollt ihr also spielen. Alles klar, ich verstehe. Ja, oh, wo muss ich hin? Ach so, da, irgendwo da und jetzt hier und da. Über die Rampe. Alter, hör auf mich so zu verfolgen. Überschlägt dich und bleibt in der Ecke hängen. Ja, genau. Ja, aber wir sind immer noch Dritter. Wir sind nicht Letzter. Und da hinten ist erst der Letzte. Der ist ja weit weg. Okay. Jetzt kommen gleich. So langsam habe ich die Strecke auch drauf. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich immer noch finde, dass das Glück ist auf den Rampen, wie man fliegt. Gut, man kann natürlich so machen und dann landet man halt nicht ganz so blöd, aber. Keine Ahnung. Boah, ey, Leute, hör auf dich zu rollen! Hör doch auf dich zu rollen jetzt! Ich muss weiterfahren! Das Gute ist, wir haben jetzt noch eine Runde Zeit, aber. Ja. Das schlecht. Alter, jetzt! Hau doch endlich mal ab. Wieso fahrt ihr immer in der Gegend, wo ich fahre? Ja gut, weil das hier die Checkpoints sind und das halt so die Linie ist, aber trotzdem. Ich will nicht, na, ich beende diese erste Runde nicht als letzter Platz. Hau ab, hau ab, hau ab.
Hau ab! Hau doch ab, Mensch! Was ist denn das? Der kickt mich einfach weg! Mach doch einfach so, ohne sich was dabei zu denken. Runde 2 von 2, wir sind Letzter und die Chancen stehen so mega schlecht wie noch nie. Ich sehe noch nicht mal mehr den Platz 2 und 1. Wo seid ihr denn? Na gut, es kann an dem Nebel liegen. Es kann aber auch daran liegen, dass wir so weit weg sind. Boah, Alter, was sollen wir... Was sollen wir denn hier jetzt noch machen? Ah, das war gut. Das war sehr, sehr gut. Ah, kannst du schon... Spürst du schon... Bekommst du schon mit der Angst zu tun? Wir sind gleich Platz 3. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau doch einfach ab! Ja, genau. Hallo! Wo bin ich? Oh, das ist so ein blödes Scheißding, ey. Ich hasse diese Strecke. Ohne Scheiß. Ich meine, wir sind an ihn dran, aber... Müssen wir gucken. Oh, das wäre so geil. Ich muss ein bisschen ein Risiko jetzt fahren. Ja... Ja, hau doch ab! Mann! Hau doch einfach ab, bitte, Mann! Was soll die Scheiße? Wir waren so gut dran! Wir hätten es geschafft, wenn er mich nicht weggedrückt hätte! Meine Fresse, ey! Oh, das ist jetzt schon wieder so unnötig! Ja, du hast es nicht geschafft, Erster zu werden! Ja, warum habe ich es nicht geschafft? Weil die mich noch wegdrücken immer! Jedes Mal! Ich musste aber längst fahren, weil sonst bin ich nicht auf der... Linie und dann nehme ich vielleicht einen Checkpoint nicht mit. Oh, jetzt müssen wir... Oh, wieder zwei Rennen. Oh, das ist so eine Qual, Leute. So eine große Qual. Da hatten wir sogar noch die Chance, wenn die mich nicht immer wegdrücken würden, Mann. Hör auf, mich wegzudrücken. Nein, da kommt schon wieder einer. Oh nein. Das zählt da nicht. Ich wollte einmal anders fahren als die, damit die mich nicht immer wegdrücken. Einmal wollte ich das machen. Nein! Oh, toll, Alter. Jetzt bin ich komplett raus. Das ist doch jetzt schon wieder nicht wahr. Okay, jetzt nochmal zusammenreißen. Diesmal schaffen wir das schon irgendwie. Wir sind zwar Vierter, aber ja, weiß ich nicht. Irgendwie müssen wir das ja schaffen. Ja, wo sind die Gegner? Ich sehe die gar nicht mehr. Doch, da vorne. Da vorne sind sie doch noch. Alles cool soweit. Ja, es bringt eigentlich auch nicht so viel. Nein! Das Flugzeug ist im Weg. Oh Gott. Oh Gott, wie der immer fliegt. Das ist so lächerlich. Mann. Ja, Leute, die Folge, stellt euch schon mal darauf ein, dass die Folge lang wird, weil, ja, das muss erstmal geschafft sein. Ich dachte jetzt nicht, dass das so schwer sein wird, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass hier Rampen sind, weil in den vorherigen beiden waren auch keine Rampen da. Jetzt auf einmal sind Rampen da, ja, ist halt so. Ich meine, da sind sie ja, aber, vielleicht, wer weiß. Hau ab. Ja. Wir sind an ihm dran. Ja, das ist gut. Das ist nicht gut. Wieso? Ich bremse doch extra ab dafür. Und dann überschlägt er sich trotzdem nach vorne. Was ist denn das für eine Kacke? Ich habe das doch extra da... Ja, das bringt einfach gar nichts. Man überschlägt sich einfach so. Das ist so random einfach, ob man sich überschlägt oder nicht. Das ist so verdammt zufällig einfach. Denn das für ein Prinzip, dass man hier auf gut Glück einfach springt und dann hofft, dass man richtig landet. Das ist doch einfach nur Kacke. Man kann doch nicht irgendwas auf Zufälligkeit basieren lassen. Mann, ich bin jetzt Vierter, aber wir sind an ihm dran. Okay, komm. Komm jetzt. Komm doch jetzt. Wo bleibt der Speed? Gibt's hier nicht Nitro oder sowas? Nein, gibt es nicht. Das wird wieder nichts. Och, wie die... Oh Mann, Alter. Das ist nicht euer fucking Ernst jetzt.
Oh, es ist so schwer. Es ist einfach so schwer. Aber gut. Ich will nicht aufgeben. Nächster Versuch. Wenn ich am Anfang nicht so blöd gefahren wäre, dann hätten wir es vielleicht gepackt. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht am Anfang direkt wieder so weggedrückt, dass ich keine Chance habe. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir nämlich nur noch zwei Kontrahenten, die uns jetzt wegdrücken könnten, theoretisch. Was sie hoffentlich nicht machen, Leute. Macht keine Dummheiten. Macht keine Dummheiten hier. Macht keine Dummheiten, okay? Dann ist ja auch alles cool. Dann ist da ja auch kein Problem. Ich sehe da ja auch keinen Stress oder so. Alles cool. Ja, das war gut, das war gut. Gut gelandet. Ja! Yo! Genau! Er drückt mich einfach von hinten weg. Das ist doch... Das ist Absicht. Das ist jetzt nicht einfach, weil die da längs fahren und ich bin halt im Weg. Nein, die lenken doch gezielt auf mich. Das könnt ihr mir noch nicht erzählen. Hau ab, hau doch ab, hau. Aber der fährt genau wie ich. Hau ab, hau ab. Hau ab. Ja, die landen halt auch blöd, aber irgendwie kommen die schneller als ich wieder. Ja, genau. Der hat sich doch. Alter, ich überschlag mich und der ist schon wieder vor mir weggekommen. Die richten sich viel schneller auf, habe ich das Gefühl. Oh, Alter, das ist so lächerlich einfach. Was ist das für ein Rennen? Das ist das für ein Rennen? Alter, der kickt mich einfach weg. Das ist so unnormal. Du blödes Arschloch, ey. Ja, okay, jetzt kommt auch noch meine eigene Dummheit dazu. Es ist einfach... Oh. Das ist der zweite Platz, okay, nicht das... Oh, da ist erst der vierte, okay, über den... Wir werden zumindest nicht mehr Vierter, Leute. Können wir uns schon mal auf die Schulter klopfen. Gut, der hängt da jetzt fest, ich hoffe, der bleibt da auch noch eine Weile. Aber was uns interessiert, ist der erste Platz und der fährt natürlich souverän da vorne seine Runden. Mann. Komm. Die Chance ist da, auf jeden Fall. Denn danach wartet noch ein Durchgang auf uns, aber wir müssen jetzt erstmal Step by Step denken, erstmal jetzt hier das hier schaffen. Wir haben eine gute Chance. Es kommen noch zwei Sprünge und wenn wir die ganz gut machen, dann haben wir noch einen Schlussspurt und können ihn dann überholen. Ja, ja! Das war gut, aber dann doch nicht. Ah! Ja, oh, das ist sehr gut. Komm. Jetzt oder nie. Komm. 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 Du drückst mich jetzt nicht weg. Du drückst mich jetzt nicht weg, du Arschloch. Hau ab. Bitte. Du blödes Arschloch. Ja. Ja. Jawohl. Mission erfüllt. $1.500. Du hast es geschafft. Yes. Aber das war leider erst der zweite Schritt auf dem Weg zur erfolgreichen Mission. Dein nächstes Rennen geht über... Eine Runde? Nein, drei. Schade. Drei Runden müssen wir jetzt machen. Seid ihr bereit, Leute? Ich weiß nicht so recht, ob ich bereit bin. Chasen RC Level 3. 1:21. Ja, toll. Das sagt gar nichts aus. Wahrscheinlich müssen wir eine Minute fahren, um das Ding zu gewinnen. Ja, schlage die anderen. Bla bla bla. Über drei Runden. In einem 3-Runden-Rennen. Mach dich bereit. Ich bin sowas von bereit. Denke ich doch. 3 Runden. Mal gucken, ob das ein Vorteil ist oder ein Nachteil. Also, obwohl das 2 Runden waren, habe ich ja trotzdem ganz schön oft gefailt. Man muss halt auch 3-mal diese ganzen Sprünge machen. Das ist halt auch nicht so... So toll. Ja, ja, dann fahrt ihr halt erstmal vor. Ja. Da haben wir uns ganz gut rausgehalten aus dem Schlamassel. Ja, genau. Wir landen mal wieder am beschissensten von allen vier Autos. Das ist auch wieder klar. Weil wir halt nicht so computermäßig fahren wie die. So programmiert. Das geht halt nicht. Das kann ich nicht. So. Aber jetzt geht's rund. Ja, Alter, das ist echt lächerlich. Fahr. Wie schnell der sich umdrehen kann. Ich meine, okay, in den 3 Runden kann es natürlich sein, dass die Gegner sich irgendwo verhaken.
Da ist die Chance natürlich höher. Aber wenn sie es nicht tun, dann ist es einfach nur blöd. Dann ist das einfach nur Kacke. Und die erste Runde ist schon mal nicht unsere. Dann haben wir noch zwei weitere, aber es wird halt immer schlimmer. Wenn man hier jetzt failt, dann muss man auch wieder drei ganze Runden machen. Und das ist halt einfach nur krass zeitintensiv. Nein! Nein! Oh Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass die mich immer wegdrücken. Hört doch einfach mal auf damit. Das bringt euch ja auch nichts. Ja doch, das bringt euch schon was. Weil ihr ja nicht dann so blöd weg, so wegrutscht wie ich. Okay, komm. Na, der überschlägt sich wieder. Und nochmal. Und dann sind die wieder so weit weg. Jedes Mal, man kommt an sie ran. Dann kommt dieser Sprung. Dann überschlägt man sich wieder tausendmal. Und dann ist man wieder genauso weit weg wie vorher. Irgendwie macht man keine Fortschritte. Okay, jetzt. Aber jetzt ist hier aber Schluss. Ich muss doch irgendeinen Sprung mal gut nehmen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh, genau auf das Flugzeug. Boah, ist das heftig. Ja, hier holt man meistens auf, weil der nicht so... Okay, ich habe nichts gesagt. Ja. Und wieder sind die weit weg. Das ist unnormal krass, Leute. Das ist so heftig. Das ist so eine heftige Nebenmission. Nicht wegen dem Rennen an sich, sondern einfach nur wegen den Sprüngen. Die Sprünge sind einfach der Knackpunkt. Wenn die nicht da wären, wäre das ein total einfaches Rennen. Dann wäre da überhaupt kein Problem, das Ding zu holen. Aber diese Sprünge sind einfach so random, dass man da einfach keine Chance. Also man muss halt einfach Glück haben, dass man die, dass das Auto nicht so blöd fällt und dann ist alles gut. Nein, ich weiß, was du schon wieder vorhast. Nein. Oh Gott, wir haben sogar mal die Führung übernommen, ey. Trotzdem überschlägt sich das. Das ist einfach so fucking anormal. Hau ab. Hau ab. Ich meine, wir sind jetzt irgendwie näher dran als vorher. Können wir nicht einfach mal Glück haben und jetzt irgendwie durch Zufall Platz 1 werden und dann kurz vor Schluss und dann ist es vorbei? Oh, das war heftig. Wow. Danke für den Crash. Nein. Fahr doch. Fahr doch, du dämliches Stück Scheiße. Okay, wir haben jetzt eine gute Möglichkeit, das Ding hier zu holen. Und dann ist das Ding für ein für alle Mal abgehakt. Und ich muss es nie wieder machen. Und das ist sehr gut. Wir haben so einen krassen Abstand. Der hat mich einfach gerade so gerammt, dass ich so optimal gelandet bin. Das ist... Wow. Yes, wir haben es geschafft. Mission erfüllt, $2500. Und wir haben mit einer Rundenbestzeit gewonnen. Und das wird noch mit $500 belohnt. Und damit haben wir das geschafft. Fahr noch einmal und versuch deine Rundenbestzeit zu verbessern. Ja. Merkst du selber, wa? Nie im Leben werde ich das machen. Wisst ihr, was ich von diesem Toys Van halte? Wisst ihr, was ich davon halte? Wisst ihr, was ich davon halte? Das halte ich davon. Okay, ja. Ich habe mich beruhigt. Wir haben es geschafft. War jetzt doch ein ganz schön großes Stück Arbeit. Hat ganz schön lange gedauert. Aber ja, wir haben es geschafft. Und das ist jetzt erstmal gut. Beim nächsten Mal machen wir weiter bei Donald Love. Aber für die Folge soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Meine Nerven sind am Ende. Und wenn euch die Folge gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dahin sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Peng.